Hi, ist Tim von Trading Freaks. Heute besprechen wir ein brandheißes Thema. Das ist nicht aktuell, das gibt es jetzt schon ein paar Monate. Aber es ist bei vielen irgendwie in Vergessenheit geraten. Und einer unserer YouTube-Zuschauer hat mich freundlicherweise nochmal darauf hingewiesen, ob ich nicht ein Video zu der Steuerproblematik machen könnte, die deutsche Trader halt haben. Und das werden wir in dem Video tun. Ich werde ganz, ganz kurz nochmal das Problem aufgreifen und dann auch Lösungen zeigen, die ihr danach auch entsprechend angehen und umsetzen könnt. Viel Spaß! Also wir sprechen heute über Steuern und das, wie so oft zu Beginn, muss geklärt werden. Ich bin kein Steuerberater. Alles, was ich dir in dem Video mitgebe, ist keine Steuerberatung, sondern das Preisgeben meines Fachwissens oder Kenntnisstands zu diesem Thema. Und du kannst diese Puzzlestücke dann nachher mitnehmen und gucken, was du daraus machst. Also lass uns starten. Es gab 2020 eine Ankündigung, dass dann zum 01.01.2021 eine Änderung im Einkommenssteuergesetz in Deutschland passieren wird. Und da ging es speziell darum, dass diese Verlustverrechnung begrenzt wird auf 20.000 Euro pro Privatperson. Bis davor war das Rechenbeispiel relativ einfach. Mache ich 100.000 Euro Gewinntrades in einem Jahr und 90.000 Euro Verlusttrades im selben Jahr, dann habe ich am Ende relativ einfach die Summe ziehen können und hatte 10.000 Euro Gewinn. Den musste ich versteuern. Wir lassen mal jetzt Kirchensteuer Soli weg und bleiben mal nur bei der Kapitalertragssteuer. Dann wären es eben 25%, die ich auf diese 10.000 hier hätte an den Staat abgeben müssen. 7.500 hätte ich behalten können. Alles gut. Jetzt ist es aber so, dass eben durch diese Änderung nicht mehr Verlusttrades in dieser Höhe angerechnet werden können, sondern eben nur noch die angesprochenen 20.000 Euro. Und wenn man das Ganze weiter spinnt oder mal durchgeht, dann kann das eben dazu führen, dass ein Trader hier in eine Falle tappt, weil er nachher Steuern zahlen muss auf einen Betrag, den er gar nicht wirklich als Gewinn realisiert hat. Denn wenn ich hier nicht die 90.000, sondern nur noch 20.000 ansetzen kann, dann habe ich hier schnell eine Steuerbelastung, die irgendwo zwischen 15.000 und 20.000, je nach Rechenbeispiel, nachher geht. Und dann habe ich das Problem, hey, ich habe diesen Gewinn ja gar nicht wirklich gemacht, ja, und jetzt muss ich sogar eine Steuer zahlen. So, das ist weiterhin meiner Meinung nach überhaupt nicht machbar, auf Basis der Steuergesetze, der Rechtsprechung, so ein Gesetz auf den Weg zu bringen. Es ist aber passiert und deshalb müssen wir uns damit beschäftigen. Deshalb, wir gehen mal kurz hier rüber auf die Seite. Zum einen betrifft das nur in Deutschland veranlagte Trader. Sitzt du im Ausland, dann herzlichen Glückwunsch, brauchst du dich damit nicht beschäftigen. Kannst aber trotzdem weiter zuhören, weil wir am Ende noch im Rahmen der Lösung etwas präsentieren werden, was auch für dich interessant sein kann. Es betrifft Termingeschäfte. So, zu Termingeschäften gehört zum Beispiel die CFDs, die Futures, Optionen, sodass wir hier schon gängige Termingeschäfte haben, die ja durchaus für Scalper und Daytrader, Swingtrader interessant sind. Aber zum Beispiel Zertifikate gehören nicht dazu. Dann haben wir private Konten, die das Ganze betrifft. Ja, und damit haben wir auch schon wieder Lösungen, die ich dir jetzt im nächsten Schritt vorstellen möchte, nämlich die, die das nicht betrifft oder wie du das Ganze umgehen kannst. Hier habe ich mal 5 Lösungswege mitgebracht, wie wir eben nicht in diese Falle, die ich gerade vorgestellt habe, tappen, sondern ja, von dieser Gesetzesänderung oder von dem Gesetz dann erstmal nicht mehr betroffen sind. Das vielleicht erstmal offensichtlichste: Auswandern. Ich kann natürlich meinen Wohnsitz ins Ausland verlagern, um dann überhaupt nicht mehr unter dieses ESTG zu fallen. Das ist aber was A, nicht so praktikabel ist, gerade wenn du Familie hast, vielleicht schulpflichtige Kinder, die auch jetzt hier irgendwo verwurzelt sind mit Großeltern und so weiter und so fort. Das ist also auch da nicht so die flexibelste Lösung, aber vielleicht ist es eine Option für dich. Dann kann das natürlich Sinn machen, vielleicht auch in Kombination mit ja einfach der Wohnsitzverlagerung in Länder, wo auch die Steuersätze entsprechend attraktiv sind. Wir haben dazu mal auch ein Interview mit dem Marc Schipke gemacht. Das verlinke ich auch nochmal unter dem Video. Übrigens zu jedem Punkt, außer zu dem, aber da komme ich gleich zu, findest du in der Videobeschreibung zu diesem Video dann weitere Links, wo du dich dann mit dem jeweiligen Thema beschäftigen kannst.
kannst. So, zweiter Punkt, du kannst eine Kapitalgesellschaft gründen. Das ist zum Beispiel eine UG oder eine GmbH. Auch dann bist du ja, wenn du über die GmbH handelst, nicht mehr als Privatperson, sondern als juristische Person tätig. Und damit auch da gilt diese Gesetzesänderung nicht. Hier haben wir Kooperationspartner, zum Beispiel Right Capital aus Berlin. Auch da gibt es einen Link unter dem Video in der Videobeschreibung zu, wo du dich informieren kannst. Denn Right bietet dir eine Unterstützung an. Die klären dich a sauber auf. Zweitens gucken die, ab welchem Kapital macht das Sinn für dich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, gefühlt ab sechsstellig macht es Sinn. Ne? Also so mit 20.000 Euro brauchst du da nicht ankommen, weil du hast hier natürlich auch Aufwände oder Kosten über das Thema Buchführung, Jahresabschlüsse etc. Da muss man ja auch erstmal eine gewisse Kapitalgröße und Renditeerwartung haben, damit sich das rentieren kann. Aber die Antwort möchte ich da nicht pauschal geben, ab dieser Summe ist das so, sondern das kannst du zum Beispiel mit Right in so einem Erstgespräch auch mal klären, wie das Ganze funktionieren kann, ab welcher Höhe etc. Der dritte Punkt, ja, einfach keine Termingeschäfte oder Finanzprodukte nutzen, die als Termingeschäfte eingeordnet werden. Was wir zum Beispiel machen, wir handeln ja sehr viel im US-Aktienmarkt. Und wir können bei bestimmten Brokern, auch die werde ich unten verlinken, ja auch die klassische Aktie nicht nur long, sondern auch short handeln. Sodass du gerade auch da fürs Daytrading und wir als News Trader holen uns ja über die jeweilige News oder die Daten für den Tag praktisch extra eine Aktie jetzt an Bord, die eine höhere Vola heute hat, sodass man manchmal auch gar keinen Hebel braucht. Also wir wirklich die klassische Aktie, den Basiswert handeln können, Long und Short. Die klassische Aktie wird laut meinem aktuellen Kenntnisstand nicht als Termingeschäft eingeordnet. So, vierter Punkt, Trading-Strategien. Ich war mir nicht sicher, ob ich diesen Punkt überhaupt aufführen möchte, aber ich möchte ja niemandem vorschreiben, welche Arten von Trading-Strategien er handeln soll. Wir haben ja eben bei diesem Berechnungsbeispiel gesehen, es geht um abgerechnete Trades. Jetzt kann es ja vielleicht Trading-Strategien geben, wo man sagt, hey, ich halte die Verluste, beziehungsweise ich muss die gar nicht in der Intensität irgendwie realisieren. Ich weiß, es gibt da Martingale-Strategien etc., ich bin da kein Freund von. Ich kann es auch nicht empfehlen, ohne Stop-Loss oder einen extrem weiten Stop-Loss zu handeln. Vielleicht hat aber der ein oder andere irgendwo Swing-Trading-Strategien oder Hedging-Konstrukte, wo er weniger Verluste realisiert. Also nochmal, das ist für mich echt was, was man eigentlich in Klammern setzen müsste und mit einem Fragezeichen versehen, aber vielleicht hast du da ein Setup oder einen Trading-Stil, der da passt. Last but not least ist etwas, was wir über die letzten Wochen sehr stark ausgebaut haben, wo ich gleichzeitig direkt in diesem Video eine Art Angebot dir machen kann. Prop Trading. Wir sprechen ganz kurz über das Prop Trading. Beim Prop Trading handelst du Fremdkapital einer Firma, die dich finanziert. Du bist also nicht wieder in dieser Problematik, dass du gerade als Privatmann dein eigenes Kapital handelst, sondern eine Prop Trading Firma stellt das Kapital guten Tradern. Die hat bestimmte Risikolimits, die dir sagen dann zum Beispiel, du kannst in Summe nicht mehr als 5% des Kapitals verlieren, dann bist du raus. Aber wenn du es gut machst und du machst Gewinne, dann teilen wir uns den. Dann gibt es einen Profit Split. Ja, das heißt, diese Prop-Trading-Firmen, die sind immer auf der Suche nach guten Tradern. Und da haben wir jetzt einen Kooperationspartner gefunden mit TEFS, der viele unserer Mitglieder da auch mittlerweile unterstützt und Kapital zur Verfügung gestellt hat. Ja, also wie läuft das Ganze ab? Bei uns ist es jetzt so, dass die Mitglieder, die das nutzen, das Kapital haben, die bekommen die Handelsplattform und die können wirklich über 9000 Assets handeln, also nicht nur Forex oder DAX, sondern auch sehr, sehr viele verschiedene Aktien sind dabei, Krypto, Rohstoffe etc. auf CFD-Basis. Das ist eine sehr einfache und wirklich extrem schnelle Order-Abarbeitung, ja, die einfache Plattform, das wollte ich noch sagen. Und du bist sehr, sehr frei in der Wahl der Trading-Strategien. Du musst nicht abends die Position schließen, wenn du also eher Swing-Trader bist, sowas passt auch dazu. Und da gibt es jetzt gerade das Angebot, dass alle, die zu uns ins Top-Trader-Programm kommen, hier für den Start von dieser Firma ein 14.000 US-Dollar Fremdkapital umsonst dazu bekommen. Beziehungsweise wir übernehmen die Lizenzgebühren, weil wir sagen oder auch überzeugt sind von der Ausbildung, die wir da anbieten. Und die Leute, die das komplett durcharbeiten, sauber durchgehen durchs Programm, die haben auch echt richtig gute Chance, über das Prop-Trading ein gutes und vor allen Dingen nachhaltiges Einkommen aufzubauen. Ja, das heißt, du könntest jetzt mit einem 14.000-Dollar-Konto starten, du bist aus der Nummer raus. Und wenn du es gut machst, kannst du sukzessive auch mehr Kapital hinzubekommen. Das heißt, nachher geht es in 80, 160, 240 bis 600.000 US-Dollar Handelskapital. Und mach mal kurz die Mathematik dahinter. Nehmen wir an, du hast eine Renditeerwartung von 3% pro Monat. Ja, auf einem 600.000er-Konto bist du schon bei 18.000 Dollar.
Gewinn, hast einen Profit-Split vielleicht von 80-20 oder 90-10, was bedeutet, klar, ich meine, die Firma hat das Risiko, ja, es ist deren Kapital, die wollen natürlich auch was haben, aber du behältst die 80 und die 20. Ja, also dieser Profit-Split ist immer ganz klar deine Richtung als Trader ausgelegt. Und dann kannst du jeden Monat überlegen, hey, lasse ich mir die Gewinne auszahlen oder auf der anderen Seite lasse ich es liegen im Konto und kann im nächsten Monat einfach einen höheren Zinseszinseffekt ausnutzen. Ja, auch dazu unter dem Video gibt es nochmal ein paar Infos dazu, aber nochmal, wir haben jetzt aktuell das Angebot, wenn du sagst, hey, ich bin eh noch auf der Suche nach einer vernünftigen Ausbildung, Schritt-für-Schritt-Anleitung, erprobten Strategien und hast auch Bock mit uns das zusammen zu gestalten, dann ist das jetzt gerade was, wo wir eine schöne Win-Win-Situation haben, weil wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also, das waren jetzt mal grob 5 Möglichkeiten, die du hast, um nicht Termingeschäfte als Privatperson handeln zu müssen, um dann in dieses Thema der Verlustverrechnungsbegrenzung zu kommen. Ich betone es zum Ende nochmal, ich bin kein Steuerberater, das sind meine Kenntnisse, meine Infos, die ich zu dem Thema habe und hoffe, dass es dem einen oder anderen weitergeholfen hat. Und ja, bei Fragen schreibt uns einfach an. Viel Erfolg, gute Woche, bis dann.